dass der Typ durchtrainiert. Der ist ja super. So alter wie du habe ich mir noch nichts aus Männern gemacht. Du bist ganz schön früh dran. Ach, hör doch auf, Mom. Das glaube ich dir nicht. So, Schluss für heute, Emily. Birdie? Birdie? Komm schon, mein Kleiner, wo steckst du denn? Na, Birdie. Birdielein. Birdie, komm zu Frauchen. Na, komm her. Na, komm schon. Komm, komm zu Frauchen, komm. Ach, der Hund hat auch bloß das eine im Kopf. Emily? Emily, was machst du denn da? John? 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 John, um Gottes Willen! Einsatzleiter Mr. Harvey, bitte in der Zentrale melden. Hallo Jack. Mr. Harvey, bitte kommen. Bei Einbruch der Dunkelheit müssen wir die Suche leider abbrechen. Wir fliegen jetzt zurück nach Wilford Green. Over.
Hopsen Sie rein. Sie können von Glück reden, dass ich angehalten habe. Das ist eine echt tote Ecke hier. Wo kommen Sie denn her? Sagen Sie bloß, Sie haben die Sprache verloren. Okay, okay, soll mir recht sein. Solange Sie mir kein Pflaster auf den Mund kleben. Sie hören mir zu und ich fahre Sie dafür. Wenn ich so arbeiten würde, wie ich quatsche, wäre ich bestimmt schon Millionär. Aber wer will schon Millionär sein? Jetzt mal ohne Quatsch. Wissen Sie, was ich bin? Ich bin Schauspieler und weil ich so gut bin, bin ich arbeitslos. Aber einmal pro Woche habe ich einen Riesenauftritt auf dem Arbeitsamt. Im Augenblick arbeite ich schwarz, mach so ein paar kleine Fuhren. Wissen Sie, ich habe ein Faible für Autos. Das macht mir nichts aus, Tag und Nacht rumzufahren. Ich muss da was aufs Brot kriegen, ist doch logisch, oder? Also, was die Leute von Schauspielern denken. Die glauben alle, wenn einer wirklich gut aussieht, dann ist er bestimmt schwul. Sogar meine Mutter sagt das. Sie hat es zwar noch nie direkt ausgesprochen, aber macht so Andeutungen. Keine Sorge, ich fasse ihn nicht in die Hose. Ich hoffe, Sie haben es gleich gefunden. Das ist mein Job. Dafür bin ich da. Ja, kommen Sie bitte rein. Schönen Dank. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen, John? John, das weiß ich doch. Colonel Carson. Bill Carson, Ex-Marine Corps im Ruhestand. Wir haben schon auf Sie gewartet. Auf einen Medizinmann in einem verrückten Kostüm? Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke, gern. Tja, also, wo wollen wir anfangen? Es ist beinahe 2 Monate her und die Polizei hat überhaupt nichts erreicht. Wir wissen noch nicht einmal, ob sie noch am Leben ist oder schon tot ist. Ich gebe Ihnen alles, was ich besitze, wenn Sie es finden, dieses Monster. Ich möchte erst einmal was klarstellen. Was immer Sie über mich gehört haben. Ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Sehen Sie, ich bin nicht sowas, was man ein Medizinmann nennen könnte. Ich bin auch kein Wahrsager. Ich verfüge nur über die Gabe einer außersinnlichen Wahrnehmungskraft.
Von mir aus nennen Sie es einen siebten Sinn. Ich stelle dieselben Fragen, die andere auch stellen. Nur mit einem Unterschied. Manchmal bekomme ich die richtigen Antworten dazu. Aber leider nur manchmal. Ja. Professor Johnson hat mir erzählt, dass Sie in ähnlich gelagerten Fällen sehr erfolgreich waren. Der alte Jake. Er hat Tests mit mir gemacht. Er ist sehr ins Grübeln geraten. Hören Sie, die Frage ist, ob Sie den Kerl finden können. Das ist das Einzige, woran du denkst, dass du diesen Kerl finden kannst. Und was soll aus Emily werden? Finden Sie meine Tochter, Mr. Carson. Ich bitte Sie. Ich möchte, dass Sie eins verstehen. Ich verlange nichts von Ihnen. Ich will Ihnen nur helfen. Wissen Sie, manchmal da brauche ich mich nur umzusehen. Dann erscheinen mir Bilder vor meinem geistigen Auge. Bilder von bestimmten Orten und von Menschen. Ich würde gerne Emilys Zimmer sehen. Ja, selbstverständlich. Nein. Ich weiß Bescheid. Entschuldigen Sie.
Das sieht für Sie wie Quacksalberei aus. Aber manchmal empfinde ich etwas dabei. Eine Art Feeling, wie die jungen Leute sagen würden. Was Sie hier treiben, ist uns völlig egal. Hauptsache, Sie finden den Kerl. Ich meine, Emily. Ich brauche Zeit dafür. Ich muss mich geistig damit beschäftigen, wie alles anfing. Und dann muss ich dem weiteren Verlauf folgen, bis ich selbst ein Teil der Geschichte bin. So weit, bis ich quasi in seiner Haut stecke. Wir suchen etwas Außergewöhnliches, eine abnorme menschliche Kreatur. Oder nennen wir es die Ausgeburt des Bösen. Oh mein Gott. Des unmenschlich Bösen. Sie werden ihn aufspüren, verstanden? Vielleicht wäre es besser, wenn ich es nicht täte. Ich habe ungeheuren Muskelkater. Die Kinder halten einen auf Trab, dagegen war das Studium Erholung. In ein paar Jahren lässt der Muskelkater nach. Das muss aber ein bisschen schneller geschehen. Die gehen mir jetzt schon ganz schön auf die Nerven. Die kleinen Biester sind zäh. Manchmal würde ich ihnen am liebsten den Hintern versohlen. Dann bekommst du höchstens Ärger mit dem Schulrat, nicht mit den Eltern. Das sind Menschen. Sehr kleine Menschen. Menschen sollen das sein? Joe, seit einer Woche bist du bei uns. Ich finde, du erwartest zu viel. Man muss sich auch als Lehrerin anpassen können. Also, wenn das Menschen sein sollen, was bin dann ich? Erstens meine Cousine und zweitens eine angehende Lehrerin, die noch verdammt viel lernen muss, verstanden? Das sehe ich doch richtig, oder? Na, mein Schatz, da bist du ja. Wenn ich mal ein Kind bekomme, dann will ich, dass es genauso wird wie du. Hm? So, und jetzt bist du schön brav und läufst nach Hause, hm? Also, tschüss, gut, ich wünsche euch was. Hey, wo fährst denn du hin? Die Schule ist aus. Das gilt auch für Lehrer. Sie denkt auch bloß an Männer. Thank you.
Oh, Entschuldigung. Na, wie sitzt es denn? Was ist denn? Gefällt es Ihnen nicht? Oh doch, es ist wundervoll. Es ist wirklich hübsch hier. Sie noch am Leben? Ich kann es hundertprozentig nie sagen. Weil Sie sich nicht bemühen. Im Augenblick kann ich Ihnen nur sagen, dass ich das Gefühl... Es tut mir leid. Ja, schon gut. Wie weit sind wir? Nun, wir haben mehrfach den gleichen Tathergang. Jedes Mal benutzte er Plastiktüten. Bei dem Mann, der am Straßenrand lag, genauso wie bei John, bezeichnen wir es als gemeinsame Nenner. Ja, das wissen wir doch alles. Und die Polizei weiß es auch. Aber die Frage ist doch, wo der Kerl steckt. Im Augenblick fühle ich sehr viele Menschen. Und ein Meer von Lichtern. Das fasziniert ihn. Er schaut hinunter auf die Menschenmenge. Er schaut aus einem Schattenland. Er fühlt sich gut dabei, oh ja, sehr gut sogar.
Wenn wir nur wüssten, wie der Kerl aussieht. Mr. Parker, kommen Sie her. Ich will Ihnen etwas zeigen. Also, das sagt mir überhaupt nichts. Ich sehe da gar keinen Zusammenhang. Das ist eine Art Phantombild. Ach, ich verstehe. Die Polizei macht das so ähnlich. Manchmal arbeite ich auch damit. Das Einzige, das zählt, ist das Gesicht. Ich krieg's nicht hin. Ich kann so ziemlich alles erkennen, bloß das Gesicht nicht. Sagen Sie, haben Sie denn schon irgendetwas von ihm gesehen? Er ist weniger als ein Mensch und mehr als ein Mensch. Sehr viel mehr sogar. Andauernd sehe ich diese Straße und dieses Gebäude. Dieser rote Schriftzug, der erscheint mir ganz plastisch. Ein roter Schriftzug. Aber ich kann ihn nicht entziffern. Ich weiß nicht, was da steht. Möglicherweise ist es ein Hotel. Oder vielleicht ist es... Darf ich die Skizzen behalten? Ah. Mr. Parker, lassen Sie uns an die Luft gehen. Verzichten Sie auf Ihre Rache. Vergessen Sie es. Davon kommt Emily auch nicht zurück. Dann könnten Sie genauso gut von mir verlangen, dass ich meinen eigenen Namen vergesse. Dass ich meine Frau vergessen soll. Meine kleine Tochter. Dass ich vergessen soll, dass ich Ihr Vater bin. Das verlangen Sie von mir? Nein. Nein, ich muss den Kerl finden. Ich verstehe Sie. Gut, Sie verstehen das. Sie werden es nicht überleben. Die lieben kleinen Menschen haben auch mich geschafft. Da kann ich Yoga sehr empfehlen. Man schaltet so richtig dabei ab. Man vergisst alles. Ach, da bin ich aber sehr neugierig. Du musst ganz locker sein und dich völlig entspannen. Und jetzt wirst du mir erzählen, was du heute Abend vorhast. Du sollst nicht reden, sondern meditieren. Ich könnte besser meditieren, wenn du es mir sagst. Ich habe eine Verabredung. Oh, wer ist der Glückspilz? Du kannst ihn nicht leiden. Komm schon, wer ist es? Dean Turner. Was hast du? Ich bin 18. Das ist egal, er gefällt mir nicht. Ich gehe trotzdem hin. Verrückte Autos, teure Apartments und vornehme Restaurants. Und niemand weiß, wo das alles herkommt. Das stimmt doch was nicht. Ich bin eine erwachsene Frau, Mary. Ich sag das doch nur, weil ich mit dir verwandt bin. Verstehst du das nicht? Du glaubst doch nicht, dass mir egal ist, was du tust. Er ist ein liebes kleines Kätzchen. Er ist ein böser, großer Kater. Ist das schlimm? Ich bevorzuge Kater, die arbeiten gehen. Du machst dir viel zu viel Sorgen. Aber wenn du darauf bestehst, lasse ich mir von ihm einen Kontoauszug, die letzte Einkommensteuererklärung und das Sparbuch vorlegen. Und den Personalausweis. Darf ich? Okay, wenn du meinst. Um wie viel Uhr wirst du zu Hause sein? Willst du so lange wach bleiben? Das war sehr aufregend. Ich bin noch nie in einem so teuren Restaurant gewesen. Tatsächlich? Ich finde das angenehm hier. Die Bedienung ist ausgezeichnet, ich schätze das. Auf Wiedersehen. Wiederschauen, die Herrschaften. Gute Nacht. Eine Sekunde mehr. Ah, oh, ist das gut.
Fahr mit mir zum Mond. Hättest du was dagegen, wenn wir vorher bei mir kurz anhalten? Omar Thermidor. Und dieser Wein? Das war ein französischer. Ich kann das nicht aussprechen, deshalb zeige ich drauf. Weck mich bitte, wenn wir gelandet sind. Vorsichtig, fall nicht, da ist eine Stufe. Ein hübsches Apartment ist das. Tja. Zieh doch die Schuhe aus. Mach's dir bequem. Mein Haus ist auch dein Haus, sagt man auf Spanisch. Bloß, dass ich das auch nicht aussprechen kann. Was möchtest du trinken? Danke, eigentlich gar nichts. Bist du sicher, dass du es dir nicht anders überlegst? Hundertprozentig sicher. Wenn du dich frisch machen willst, geradeaus geht's zum Bad. Zum Schlafzimmer übrigens auch. Nein. Suchst du irgendetwas Bestimmtes? Ich suche einen Anhaltspunkt für deine Einkommensquellen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das hier alles aus heiterem Himmel kommt. Ich meine, dein Lebensstil kostet eine ganze Menge Geld und muss irgendwie bezahlt werden. Und wenn man was bezahlt, muss es doch auch verdient werden. Sehe ich das richtig? Jetzt verstehe ich dich. Du willst wissen, wo der ganze Kies herkommt. Wer bezahlt den Kaviar? Mein alter Herr in Delaware, der besitzt überall Anteile von multinationalen Firmen. Weißt du, Öl, Korn, Hotels. Das erklärt vieles. Das erklärt alles. Ich bin aufgewachsen und habe gesehen, dass mein Vater alles hat, was man sich kaufen kann. Und du, bist du anders als er? Naja, ich habe viel Blödsinn gemacht und saß oft in der Klemme. Aber mein Vater hat mich immer rausgepaukt. Er ist wirklich in Ordnung. Du bist also der arme Sohn reicher Eltern. Und du bist ein kleines, unschuldiges Mädchen, das um den heißen Brei herumredet, weil sie nicht weiß, wie sie Nein sagen soll. Hast du wirklich geglaubt, du könntest mit mir ins Bett gehen? Ein unaussprechlicher Wein, ein herrlicher Hummer und eine Fahrt in deinem Sportwagen geben dir noch lange nicht das Recht, über mich zu verfügen. Meistens klappt es. Also, wie sieht's aus? Trotzdem du so viel investiert hast, muss ich dir leider sagen, heute läuft nichts mehr. Wieso denn? Willst du es wirklich wissen? Weil du ein ganz weicher Typ bist. Andauernd bemitleidest du dich selbst. Ach, hör auf. Reich sein heißt noch lange nicht glücklich sein. Weißt du, was du brauchst? Liebe. Jetzt haben wir es. Das versuche ich dir dauernd zu erklären. Komm Mutterliebe. Mutterliebe? Mhm.
Jetzt hörst du mir mal gut zu. Und die Hände bleiben da, wo sie sind. Du bist reich, sehr verwöhnt, etwas zu weich und unglaublich gut aussehend. Ich glaube, ich könnte mich in dich verlieben. Sag mir, wenn ich mich wieder bewegen darf. Heute Nacht nicht mehr. Zuerst muss ich dich ein bisschen zurechtbiegen. Das ist gar kein schlechter Anfang mit unserem reichen Sohn. Ich hatte ja so recht. Womit hattest du recht? Dass du ein Kätzchen bist. Hallo. Hi, es steht noch Kaffee auf dem Herd. Hast du gut geschlafen? Mm-mm. Meine Eltern haben noch angerufen. Ich konnte da nicht mehr einschlafen. Haben sie was Besonderes gesagt? Daddy war dran, aber ich habe ihn kaum verstanden, weil es so gerauscht hat. Hier. Danke. Er hat gesagt, dass er demnächst nach New York fliegen muss. Ich glaube, so um den 18. herum. Das ist ja bald. Wir haben noch nicht eine wilde Party gefeiert. Wie wär's denn damit? Nein. Auch keine kleine wilde Party, hä? Nein. Du fragst ja gar nicht, wie es gestern war. Es langt, wenn ich dich ansehe. Es muss ein Prinz gewesen sein. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch ein armer kleiner Junge. Kann sein, dass ich einen anderen meine. Ich treffe mich heute wieder mit ihm. Oh Mann, ist das spät. Jeden Morgen verzetteln wir uns. Hier, vergiss die Mappe nicht. Zeigst du mir auch, was du gemalt hast? Oder ist das ein Geheimnis? Oh, das ist aber hübsch. Sieh mal zu, dass du es fertig kriegst. Das hängen wir dann auf. Also, ich würde da noch eine Wiese hinmalen. Pass mal auf, dazu nimmst du den grünen Stift. So. Und dein Auto hat auch noch Platz. Na, mein Schätzchen, was haben wir denn da? Sehr schön. Das gefällt mir aber gut. Sag mal, willst du mich immer so ansehen? Das nicht, aber das hier ist ein Spezial-Röntgen-Fotoapparat. Wenn ich durch dieses kleine Fenster gucke, dann kann ich durch deine Kleider sehen. Du bist aber ein ganz schön neugieriges Kind. Und wenn ich dir hier durch in die Augen schaue, weiß ich genau, was du denkst. Ach, wirklich? Okay, was denke ich denn gerade? Du denkst daran, dass du gerne wieder mit mir essen gehen würdest, aber du weißt nicht, wie du es mir sagen sollst. Und danach möchtest du zu mir in die Wohnung und da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Du willst doch bestimmt wissen, wie sich der reiche Junge anstellt. Stimmt's? Gar nicht übel, was du siehst. Aber heute Abend geht es nicht. Ich muss Mary bei irgendwelchen Schreibarbeiten helfen. Das hat doch Zeit. Nein, das muss heute sein. Und was hältst du von morgen früh? Ganz früh. Du könntest die Arbeit sausen lassen und wir setzen uns ins Flugzeug und dann fliegen wir ganz einfach nach Paris oder Rio oder irgendwo anders hin, wo es dir gefällt. Das klingt wirklich toll. Aber wenn du mit mir zusammen sein willst, musst du hier bleiben. Zur Not grabe ich sogar ein Loch und werde dich einpflanzen, damit du Wurzeln schlägst. Hast du schon mal einen Mann geliebt, dem Wurzeln aus den Füßen wachsen? Du Quatschkopf, du.
aufregungsfacher Abend heute, oder? Hast du den Typen da hinten gesehen? Der schläft schon die ganze Zeit hier rum. Den lasse ich nicht dran, auch wenn er was drauflegt. Scheiße, der kommt her. Abwarten. Na, Mädels, alles in Ordnung? Ja, ja, geht schon. Hey, du gefällst mir. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schafft uns den Wichser vom Lassen, wenn er rumsteht. Hey Mann, seid ihr! Hey! Hallo? Hi, Bobby. Ja, sicher, ich würde dich auch gern sehen, aber ich muss noch jede Menge vorbereiten. Sonst habe ich morgen 63 Vorschüler, die einen Zwergenaufstand machen. Aha. Oh nein, was? Tu das bloß nicht. Das sagst du jedes Mal. Ich weiß nicht. Wie hast du denn bloß diese unheimlich gut aussehende Freundin gekriegt? Am 18., sagt er. Oh, ich glaube, irgendwann, wenn er seine Verträge fertig hat. Ja? Mhm. Och, ihr geht's gut, ausgezeichnet. Sie hat sich in irgendeinen Typen mit Geld verknallt. Aha. Nein, das sagst du ihr. Ich bin doch nicht ihr Kindermädchen. Außerdem weiß sie ganz genau, dass wir beide es auch machen. Außerdem habe ich gehört, soll es gut für den Teint sein. Aha. Oh, es hat eben geklopft. Hör zu, ruf mich morgen wieder an, okay? Ich liebe dich, mach's gut, mein Schatz. Sag mal, Dean, interessierst du dich wirklich fürs Fotografieren oder ist das nur eine Masche, damit die Mädchen sich ausziehen? Haarscharf verraten, das mache ich, damit ich was Nacktes sehe. Wenn mein Vater seine letzte Million auf den Kopf haut, dann muss ich doch irgendeinen Job haben, der mir Spaß macht und der mich ernährt. Eine Sekunde. Das ist gut so. Du erzählst immer von deinem Vater. Wie kommt es, dass du nie deine Mutter erwähnst? Das tue ich ohne Absicht. Wie ist sie denn so? Oh. Sie ist meinem Vater abgehauen, als ich 6 war. Sie hat ihm das Sorgerecht übertragen und die Kurve gekratzt. Siehst du sie manchmal? Ja, auf Bildern in irgendwelchen Zeitungen. Neben griechischen Großrädern, italienischen Autofabrikanten und ausgeflippten Friseuren, um das Maß vollzumachen. Es muss schwer sein, ohne Mutter aufzuwachsen. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, da habe ich ganz schön daneben gelegen, als ich was von Mutterliebe sagte.
Um ehrlich zu sein, ich habe dir schon längst verziehen. Hallo? Oh. Verstehe, die kalte Dusche hat nicht funktioniert. Trink einen Beruhigungstee. Bobby? Ich finde das überhaupt nicht komisch. Bobby, bist du das? Wer ist denn da? Ich bin es, Dr. Stevens. Ach, Dr. Stevens, was machen Sie denn? Guten Abend, Mary. Entschuldigen Sie die späte Störung. Aber Chippy hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Er war völlig außer sich. Und Janet hat geglaubt, sie hätte jemanden gesehen, der sich bei den Bäumen rumtreibt. Ich bin daraufhin hinausgegangen, habe aber niemanden gesehen. Ungefähr eine halbe Stunde später hat Chippy wieder angefangen. Diesmal glaubte ich auch, dass da jemand wäre. Aber als ich rauskam, war er weg. Ich wollte nur vorbeischauen, um sicher zu sein, dass alles okay ist. Also, ich habe da draußen nichts bemerkt. Na schön, man kann sich auch mal täuschen, nicht wahr, May? Ja, natürlich. Sie haben ja Chippy, der uns gut bewacht. Wenn was sein sollte, dann rufen Sie und ich komme rüber und bringe meine 38er mit. Ja. Also dann, gute Nacht. Es wird schon nichts passieren. Ich habe die Fensterläden vor. Gute Nacht. Und vielen Dank. Mir leid, dass ich dich so erschreckt habe. Ich habe irgendwas geträumt. Du hast das Licht brennen lassen, ist alles okay? Ja. Hattest du einen schönen Abend? Es war fantastisch. Du willst mich doch nicht aushorchen. Doch. Ich hatte vorhin einen obszönen Anruf. Du weißt, Typen, die am Telefon stöhnen und so. Hier? Bei uns? Mhm. Sowas macht mich fertig. Ich höre dann immer Geräusche oder bilde sie mir zumindest ein. Als du neben mir standst, wollte ich schon laut losbrüllen. Ich finde das nicht gut, dass wir beide allein in diesem Riesenhaus sind. Ich spinne mir keine Geschichten zusammen. Irgend so ein Mistschwein hat angerufen. Und Chippy soll wie verrückt gebellt haben, weil draußen jemand herumschleicht. Mrs. Stevens hat da draußen jemanden gesehen. Und Dr. Stevens hat sogar seinen vertrauten 38er Schuss bereit. Du wolltest mich doch aushorchen. Soll ich ganz vorne anfangen? Ach, wenn's geht, überspring die Suppe, das Hauptgericht und fang beim Dessert an.
Bulldogge 1 an Bulldogge 2. Bulldogge 2, bitte melden. Hier ist Bulldogge 2. Bulldogge 1, bitte kommen. Ich bin auf meiner Gefechtsposition und fertig zum Angriff. Genug! Ah! Darf ich reinkommen? Ich danke. Wieso? Wieso wagen Sie sich noch in dieses Haus? Mrs. Parker, ich will Ihnen sagen, dass mir das sehr leid tut. Das mit Ihrem Mann. Von dem Augenblick an, wo Sie in unser Leben traten, mit Ihrem schwülstigen Gerede, haben Sie nichts weiter als Verwirrung und Unglück über dieses Haus gebracht. Ich finde, Sie spielen ein sehr sadistisches Spiel mit mir, Colonel Carson. Ein Spiel? Zuerst Emily und dann auch mein Mann. Mrs. Parker. Was wollen Sie damit sagen? Wieso haben Sie ihn allein gehen lassen? Sie sind doch Soldat. Oder haben Sie das auch nur erfunden? Als Soldat lernt man nur kalkulierbare Risiken einzugehen. Ich habe ihn gewarnt. Unsere Chancen waren denkbar ungünstig. Etwas passt nicht zusammen. Was wollen Sie eigentlich hier? Sie kommen doch nicht aus Interesse an der Sache. Ich erinnere mich an Ihre Vorstellung in Emilys Zimmer. Die einzige überprüfbare Aussage, die Sie gemacht haben, war die Voraussage des Todes meines Mannes. Ich will hoffen, dass ich Sie falsch verstanden habe. Ich glaube nicht, dass das nötig wäre. Es gibt noch einen Grund für meinen Besuch. Ich glaube, die Zeit des Dämons, unseres Dämons, steht uns kurz bevor. Ja, und diesmal glaube ich sogar, dass Ihre Voraussage zutrifft. Hat Ihre außersinnliche Wahrnehmungskraft Sie darauf nicht vorbereitet, Connell? Was Vernünftiges gekauft. Na, wird es von dir genehmigt? Ein Traum in Grün. Gut. Ich frage mich nur, ob ich das im Kindergarten tragen soll. Steht ein großes Ereignis bevor? Mhm. Essen und Tanzen, etc., etc., etc. Und danach? Was? Hast du Angst, dass du von mir gestört wirst? Du hast doch was Bestimmtes vor. Also, wenn du nichts dagegen hast. Ich meine, solange deine Eltern noch weg sind, da würde ich ganz gern Dean einladen. Ich könnte ihn überraschen und was kochen. Ich mache alles selbst. Ich zeige ihm, dass ich eine Frau bin, etc., etc., etc. Morgen Abend. Das ist toll. Ich frage mich, ob du das überhaupt machen solltest. Deine Spiegeleier sehen immer grausig aus. Was? Dann gibt's eben Rühreier. Die Schwierigkeit ist, wie schaffe ich es, dass Bob nicht gleich nach Hause will? Da wirst du dir was einfallen lassen. Okay?
hereinspaziert. Bob muss jeden Augenblick hier sein. Also, Joe, amüsier dich gut mit ihm. Aber vergiss bitte nicht, dass ich vor dem Frühstück wieder da bin, verstanden? Du bist ein Schatz. Gute Nacht. Pass auf dich auf, Kleines, okay? Mhm. Wollen wir tanzen? Das wird aber sehr anstrengend. Wir müssen immerhin bis 2 Uhr durchhalten. Was, bis 2? Mhm. Was machen wir bloß mit diesem Meer von Zeit? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob du über so viel Kondition verfügst. Das käme auf einen Versuch an. Keine schlechte Idee, das wollte ich schon immer wissen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Die Lammkoteletts waren aber auch sehr gut, mein Schatz. Also weißt du, du denkst immer nur an deinen Magen. Stimmt nicht. Manchmal denke ich auch an deinen Magen. Bist du schon mal richtig verliebt gewesen? Einmal. Ich war im ersten Semester und er im letzten. Mhm. Er war bestimmt der Kapitän der Fußballmannschaft. Nein, er war Chefredakteur der Universitätszeitung. Und wie geht die Geschichte weiter? Er hat sich einfach in ein anderes Mädchen verliebt. Da habe ich aber Glück. Die beiden sollen sogar geheiratet haben. Er hat nicht mal meinen Namen gewusst. Hm. Und wie war es bei dir? Oh. Ich war mit ein paar netten Mädchen befreundet. Aber mit keiner so eng, dass ich den Wunsch hatte, mit ihr zusammen aufzuwachen und zu frühstücken. Frühstücken? Oh mein Gott, jetzt haben wir uns aber richtig festgeredet.
Da! Oh, ist das irre? Ja, wie wär's? Ach, oh, komm, Dino, auf das Spiel. Das Angebot steht. Ach, so nennt man das jetzt. Nein. Wie wär's denn mit einem gemeinsamen Frühstück? Und zwar jeden Morgen. Oh. Oh. Ja, ja, ja! Oh, ja, okay. Ja! Oh. Hey, schlaf nicht ein, du musst mich noch nach Hause fahren. Ist es schon so spät? Nein, aber ich mache mir solche Sorgen. Wieso? Dass sie mit ihm ins Bett geht? Ich habe dir noch nichts davon erzählt, aber irgendein Typ verfolgt mich dauernd. Und seit wann? Ich habe ihn schon ein paar Mal vor der Schule gesehen. Was ist denn das für ein Typ? Wenn ich ihn gesehen habe, stand er immer im Schatten. Er ist unheimlich groß, übernatürlich groß. Ich habe ihn nie richtig gesehen, außerdem hatte ich Angst um die Kinder. Und dann, als ich in der Stadt einkaufen war, habe ich gesehen, wie er durch die Scheibe guckte, als ich ein Kleid anprobierte. Er hat mich so merkwürdig angesehen. Ist er komisch? Und neulich ist Dr. Stevens rübergekommen, um mir zu sagen, dass jemand durch den Garten schleicht. Wieso sagst du mir das nicht? Ich wollte nicht, dass du denkst, dass ich unter Verfolgungswahn leide. Wieso sollte ich das denken? Ich finde, du solltest vorsichtig sein. Joe. Dean ist doch bei ihr. Aber die beiden sind ganz allein im Haus. Okay, fahren wir rüber. Na, alles in Ordnung, mein Freund? Ich frage mich nur, wie ich das durchhalten soll bis zum nächsten Mal. Ich kann dir eine kalte Dusche empfehlen. Herzlichen Dank. Hey, ich habe eine großartige Idee. Du fährst jetzt einfach mit mir mit und wir lassen eine Nachricht für Mary da. Wir schreiben drauf, dass wir kurz mal heiraten fahren. Leider habe ich noch nicht den Abwasch gemacht. Wer dich mal kriegt, bekommt eine prima Hausfrau. Unheimlich sauber und ordentlich. Ja, der hat wirklich Glück. Oh, das liebe ich. Gute Nacht, Mr. Turner. Und träum was Schönes. Oh. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Ah!
Da sind wir. Ich danke dir, Bob. Ich weiß wirklich nicht, was in mich gefahren ist. Deine Cousine scheint ein Dauerbrenner zu sein. Es tut mir leid, ich komme hier wirklich albern vor. Ach, vergiss es, Schatz. Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Danke fürs Herfahren. Hey, kriege ich keinen Drink mehr angeboten? Nein, ich muss unbedingt ins Bett, damit ich Sonntag gut aussehe. Ist klar. Ich rufe dich morgen an. Okay. Oh Gott. Oh, Jack, beeil dich. Mach das Licht aus. Ich kann kaum noch die Augen offen halten. Der Wagen steht immer noch da. Ach, das geht uns doch wirklich nichts an. Ich bitte dich zum letzten Mal. Komm ins Bett, ja? Ich schlaf nämlich gleich ein.
Bobs Hundewaschanstalt? Mary? Mary, stimmt das nicht? Bobby? Hast du das auch gehört? Nein, was denn? Hört er sich an, als ob eine Scheibe kaputt geht. Ach, das hast du bestimmt nur geträumt. Tu mir den Gefallen und schlaf endlich ein. Das war ein Schrei, da kannst du Gift draufnehmen. Ach, das war sicher der schwere Nachtisch. Also jetzt begreife ich überhaupt nichts mehr. Das scheint mir auch so. Na, sieh dir das an. Andauernd macht jemand das Licht an und aus in der oberen Etage. Aber Jack, du warst doch auch mal jung. Die jungen Leute von heute spielen Tag und Nacht Musik und haben dazu so ein Flackerlicht. Sie nennen das Ausflippen oder so ähnlich. Ach, das verstehst du sowieso nicht. Der Wagen ist ja auch noch da.